Oh, da sind wir ganz viele Statuen. Ich meine, gut, ich könnte den Dingern auch ausweichen, aber es ist ja momentan geschenkte. Oh, toll! Geschenkte XP und vor allen Dingen Items. Und wer weiß, was uns hier am Ende erwartet. Jawolle! Und aktiviert! Ohne Schäden 1. Alter, ich hab ja Items bekommen. Und ein Level up. Level 3. Sehr gut. Es geht aufwärts. Mehr Angriff. Das ist so ein richtiger Damage-Dealer wird der Mario. So, ich würde mal sagen, ich gehe mal ins Menü rein. Guck da mal eben die Ausrüstung an. Krass, bequeme Hose. Geht die Verteidigung 15 nach oben. Bonusstiefel 3 Angriff, so sieht aus, erhöht deine Kraft abhängig von deiner Erfolgsquote bei Bonusaufgaben. Hä? What? Ach, deswegen Bonusstiefel. Passt schon. Eigentlich könnte ich den da noch einen Pilz reinwürgen lassen, aber muss ja nicht. Speichern! Oh, Alter, die haben sogar den Sound des Bodens reingebracht. Oh, das sieht aber schön aus. Sieht aus wie ein Museum. So viel altes Zeug auf so engem Raum. Was ist das hier für ein Ort? Sehr gut gemacht. Sie bringen uns den Schatz aus den Tiefen des Schlosses, ja? Unglaublich, wirklich danke. Und sie liefern ihn uns direkt in den Sammlungssaal. Hier in dieser Halle sammeln wir die Artefakte, die bisher auf der Insel herausgegraben wurden. Das nennen die hier ihren Sammlungssaal? Genau, geht direkt aus der Katakombe da raus. Das ist doch bloß Trödel. Trödel? Nein, da irren sie sich. Im Gegenteil, die Stücke in diesem Raum sind enorm kostbar. Sie alle stammen aus der Zeit des Kissenkönigreichs. Oh ja, glauben Sie mir. Nur große Schätze, ja? Und kein Plunder, nein. Ich verspreche, der Schatz, den Sie gefunden haben, woher weiß er das eigentlich schon? Wird in diesem Raum einen Ehrenplatz erhalten. Oh ja. Moment, Mario und Luigi haben ihn gefunden, schon vergessen? Dann gehört er also Ihnen, oder? Hey Luigi, beruhig dich mal ein wenig. Hä? Guck mal. Guck mal, Mario. Ein super Bett. Ja, ein antikes Bett. Oh, sollten Sie Müdigkeit spüren, können Sie auf diesem Bett ein wenig rasten. Ach, WTF, der nimmt das jetzt als Kissen. Oh, 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 Herr Luigi. Dieses Ding da unter Ihrem Kopf. Das Muster ist exquisit. Es könnte aus dem Kissenkönigreich sein. Ist es vielleicht das Kissen, auf dem der Prinz sein Haupt zur Ruhe legte? Genau, jetzt wissen wir gleich, warum es Dream Bros heißt. Dieser Mann schläft im Nu ein und nutzt den Schatz als ein Kissen. Dieser Luigi ist absolut ungewöhnlich, ein Mann wahrer Konsequenz. Da waren die Scheiße, ey. Mein Darm und Klempner. Erfreuen Sie Ihre Augen an den Schätzen in diesem Raum. Machen wir doch glatt. Allerdings, bevor wir das machen, gehen wir noch mal im Speichern. Oder auch nicht. Ah, faszinierend. Das sind also alle Schätze aus der Zeit des Kissenkönigreichs.
Oh, das hier ist wohl der Sammlungssaal. Jetzt, genau, jetzt kommen sie alle rein. Die habe ich ja voll vergessen. Weißt du, Luigi legt sich hin und pennt. Hier gibt es ja wirklich viele faszinierende Artefakte. Hey, Moment, seid ihr überhaupt reingekommen? Naja, direkt aus dem Erdgeschoss halt über die Treppe. Ganz einfach eigentlich, muss man wirklich kein Genie für sein. Genau, ich hatte das Vergnügen, ihre Mitreisende hierher zu führen. Meine liebe Prinzessin, ich bin so froh, euch wohlbehalten hier zu sehen. Unglaublich, wie kann der Kerl nur so ruhig bleiben nach allem, was war? Ihr Peach ernsthaft in Gefahr gebracht. Ich bitte Sie, Madame Grandlerstern, entspannen Sie sich ganz ruhig. Es war doch nur ein winziges Versehen, eine Fehlfunktion der Maschine. Und nebenbei konnten Sie noch einen netten kleinen Schatz finden, oder? Oh, WTF. Es will mir scheinen, als käme es direkt aus Luigis Kopf. Ich hoffe, er träumt keine bösen Sachen. Da brat mir doch einer einen Pilz. Ist das vielleicht sogar ein Tor zu Luigis Träumen? Nein, ganz abwegig wäre das nicht. In der Zeit des Kissenkönigreiches soll es einige Auserwählte möglich gewesen sein, die Träume anderer zu betreten. Aber warum sollte gerade Luigi... Vielleicht ist es ja gar nicht Luigi, vielleicht ist es ja der Fels unter seinem Kopf. Glaubt ihr nicht auch, dass es etwas damit zu tun hat? Ah ja, das ist ja Peach. Meiner Treu, das wäre möglich. Vielleicht hat dieser Stein ja wirklich die Kraft, Luigis Träume für unsere Augen sichtbar zu machen. Dabei fällt mir ein, wo ist eigentlich dieser Dr. Schlummermeer? Der ist doch Verwalter dieser Insel, oder? Wenn irgendwer weiß, was das zu bedeuten hat, dann doch wohl er, oder? In der Tat, und es ist auch ziemlich ungewöhnlich, dass wir ihn bis jetzt noch nicht treffen konnten. Man hat uns mitgeteilt, er regelt zurzeit irgendwelche Angelegenheiten im Ausland. Trotzdem muss ich fragen, wann kommt der Mann denn nun hierher zurück? Oh weh. Das, nun eigentlich hätte ich diese Angelegenheit lieber nicht angesprochen. Tatsächlich können wir gar nicht genau sagen, wann er wieder bei uns sein wird. Sie verstehen? Wirklich, wir wissen es nicht. Wie bitte? Hä? Aber... Normalerweise dauern diese PR-Reisen im Ausland immer nur wenige Tage. Vermutlich wird der Doktor also bald wieder auf der Insel weilen. Ah, Prinzessin, geht es besser nicht so nah ran. Könnte gefährlich sein. Aber etwas oder jemand ruft mich. Oh, oh. Prinzessin Peach, geht da weg. Ich kann mich nicht bewegen. Endlich passiert es. Prinzessin! Toadsworth, bleibt hier, dieses Ding wird euch auch verschlucken. Die Prinzessin! Mario! Soll ich da rein? Ja, let's go, genau. Let's go! Meine liebe Prinzessin! Ganz ruhig, Mario, wird sie ganz bestimmt zurückbringen. Aber wie kann Luigi nur bei so etwas ruhig schlafen? Ey, geil. Hilfe! Oh, eine lila Wolke. Hör, weg. Das ist ja witzig. Kann das mit A quasi schwimmen? In dieser Traumwolke. Oh. Dieser Ort trennt die Realität vom Traum. Du betrittst jetzt die Traumwelt. Okay, mache ich. Lass mich durch. Ich schwimme natürlich im Bogen dahin. Was kann ich hier machen? Nix. Wir zocken jetzt Inception. Krass, ist das jetzt so ein... Wollte schon sagen, jetzt haben wir zwei der Adventure. Cool. Lila Wolke. Oh, da ist ja so eine komische Eule.
Hilf mir, Mario! Ja, WTF. Aber cool, ein zweiter Jump'n'Run jetzt. Finde ich geil, wenn die halt immer so mischen. Hä? Achso, da ist eine Plattform, die bewegt sich. Weil der Titel, der musste ja auch irgendwie eine Berücksichtigung haben. Hä? Was macht er denn hier? Ah ja, ist er im Traum. Sie wollen das Tor durchstreiten? Dann sollten sie davor positionieren und das Schiebepad nach oben bewegen. Okay. Hätte auch ein Knopf gereicht, der nach oben zeigt. Guten Tag, werter Herr. Oh jemini, dieser Raum scheint mir wirklich mehr als nur ein wenig verwirrend. Verlaufen Sie sich und brauchen Hilfe? Bin immer in der Nähe, um Ihnen Beistand zu leisten. Ah, danke schön. Okay, da sind ganz schön viele Türen. Fangen wir hier an. Ja, krass. Also ganz gerade bin ich ganz rechts reingegangen. Oh, witzig. Ich kam auch da raus. Hä? Absolut fantastisch. Ich sehe, Sie haben Luigi entdeckt. Oh yeah, man. Nun fragen Sie sich sicher, wieso ist Luigi hier? Er ist doch in der Wachwelt und schläft friedlich, oder etwa nicht? Oh nein, werter Freund, es ist anders, als Sie glauben. Ich würde sogar sagen, was Sie glauben, entspricht so gar nicht der Tatsachen. Es ist so, das hier ist Luigi, aber nicht der echte Luigi. Ja, ist der Traum-Luigi. Dies ist Luigi, wie er sich selbst sieht, wie er sich in seinen eigenen Träumen sieht. Der heißt anders in der Welt? Traum-Luigi. Sehr kreativ. Natürlich sieht sich der Luigi etwas anders, als man ihn in der Wachwelt kennt. Er ist etwas größer, auch ist er wohl ein wenig attraktiver als das Original. Genau, ebenso hat sein Bart ein Flair und Exklusivität. Ich gebe zu, er ist nun ja ein Traum von einem Bruder. Welch ein Wortspiel. Außerdem bin ich mir fast sicher, dass er bereit ist, uns bei unserer Mission zu helfen. Alter. Lass uns zocken. Hä? Traum-Luigi hat sich hier angeschlossen. Ab sofort begleite dich Traum-Luigi durch die Traumwelt. Luigi? Mario! Pack am Arsch. Dann komm, Traum-Luigi. Da hätte man bestimmt noch irgendwas finden können gerade. Das ist aber fies. Speichern. Na gut, dann würde ich an dieser Stelle mal sagen, wir machen hier mal einen Cut und sehen, wie sich das Ganze dann im nächsten Part entwickelt. Tschüss.